Der Winter 78-79 bringt uns ein absolut neues Skiabenteuer, nämlich Skisegeln. Die langen Wartezeiten am Skilift gehören für die, die Skisegeln beherrschen und sich leisten können, zur Vergangenheit. Vorausgesetzt, es weht eine kleine Brise. Zur Ausrüstung gehört ein Gurt mit einer doppelten Sicherheitskupplung. Gezogen wird man von einem Fallschirm, der einen Durchmesser von 50 Quadratmetern hat. Mit der ersten Sicherung kann der Schirm am Schluss von einer Fahrt normal ausgelenkt werden, ohne dass der Schirm davonfliegt. Mit der zweiten Sicherung wird der Schirm total vom Markt gelöst. Die braucht man aber nur im äußersten Notfall. Die Voraussetzung für den Sport ist, dass man gut Skifahren kann. Und Segler, die sich mit dem Wind auskennen, haben Vorteile. Doch schauen Sie selber. Schon bei geringer Windgeschwindigkeiten kann man mit dem Segel fahren. Bei Windgeschwindigkeiten zwischen 5 und 6 Knoten erreicht man Spitzengeschwindigkeiten von rund 60 km. Billig ist der Sport nicht. Denn ein Segel mit Gurten kostet 1850 Franken. Wer sich die Ausrüstung aber leisten kann, hat den doppelten Plausch. Er kann sich sein Skigebiet selber aussuchen, abseits von der Piste, und er ist unabhängig von Transportmitteln, die ihn an sein gewünschtes Ziel bringen.